Tja, lieber Ranfix, heute gibt es kein Video, heute gibt es nur ein kleines Vlog-Video zu meiner Rasenfläche. Es ist ertragbar. Ich habe so viele Fans, die mir schreiben und die mich fragen, was soll ich bloß mit meiner Rasenfläche tun? Ich habe so viele Stängel, es ist ein Grauen, was die Blüte der ganzen Gräser gerade macht. Natürlich allen voran die Poa. Und ich habe auch so viele Stängel in meiner Rasenfläche. Die seht ihr natürlich nicht, weil die Sonne jetzt schön tief steht. Und der Rasen dadurch natürlich top aussieht. Ja, aber es ist wirklich furchtbar. Ich habe heute komplett alles gemäht. Ich habe am Samstag, heute ist Dienstag, am Samstag habe ich komplett gelüftet und gemäht, um die Stängel wieder ein bisschen hochzuziehen. Ich habe das Gefühl, es lässt langsam nach. So, ich sag mal noch 2 Wochen, dann sollte jetzt die Blüte vorbei sein. Ja, also so eine stark treibende Blüte hatte ich schon lange nicht mehr. So viele Stängel hatte ich, glaube ich, noch nie. Und das scheint auch anderen so zu gehen. Gruselig. Aber wir halten es aus, wir bleiben entspannt. Ja, was soll ich noch sagen? Ich finde mittlerweile unseren Style sehr schön. Ich hoffe, das sieht man irgendwie hier. Also wir haben jetzt hier eine sehr, sehr schöne, krasse Kante. Da hinten eine schöne, krasse Kante zwischen dem kurzgeschnittenen 16 mm und dem etwas höher stehen gelassenen Gras 40 mm. Das sieht richtig cool aus. Guck mal im Gegenlicht. Könnt ihr es überhaupt sehen? Hier die Kante da. Echt schön. Ja, es war heute wieder sehr, sehr stürmisch. Sehr, sehr, sehr stürmisch. Völlig überblendet. Jetzt schalten wir mal um. Ah, cool, ne? Ja, völlig überblendet. Aber das sieht doch cool aus. Schön im Gegenlicht hier. Ein paar kleine Eindrücke von der Rasenfläche. Also wirklich ein kurzes Video. Ihr wollt ja wieder mehr Content. Ja, wir werden das irgendwie versuchen. Im Moment bin ich aber so stark am Schrauben. Ich zeige es mal ganz kurz. Ich renne mal ganz kurz in die Werkstatt, verrate euch, was ich gerade intensiv mache. Ich bin seit Tagen nur damit beschäftigt. Und zwar schraube ich gerade meine Greensmaster. Ah, die ist Motorrad gelaufen. Ah. Schraube ich gerade meine Greensmaster Spindeln zusammen. Ja, da sind sie. Hammer. Ich wollte es noch nicht zeigen. Es kommen noch furchtbare Schraubervideos. Stundenlanges Schrauben. Ich hoffe, ihr ertragt das. Aber ich finde das halt cool. Und da kann man schön gucken, wie man sowas zusammenbaut. Was natürlich niemand macht, außer der Rasenfreak. Und das ist mein Greensmaster. Und da sind seit Monaten keine Spindeln dran. Weil ich jetzt sie neu mache, weil ich auf 8 Messer wechseln will und weil ich endlich neue Messer überhaupt einbauen muss. Das waren 14 Messer, Spindeln völlig runter. Das war das Einzige, was bei dem Mäher noch nicht perfekt war. Bei meinem Greensmaster. Bin ja wieder drauf hier. So, bei meinem Greensmaster. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt mach das endlich. Ich habe diese Teile schon so lange gehabt. Jetzt sind die Frontrollen noch in der Dreherei. Ich glaube, ich kriege sie jetzt diese Tage fertig, die Spindeln. Dann nächste Woche kriege ich die Frontrollen hoffentlich zurück. Und dann, wahrscheinlich gibt es ganz viele Windgeräusche. Und dann kann ich mit dem auch wieder mähen. Und das war mir so wichtig, deswegen habe ich nur geschraubt Tag und Nacht. So. Ja, noch ein Shot hier auf Helmut und Ludmilla, die geklonten Flamingos. Das sind nicht mehr die Original-Flamingos von Ruven, sondern ich habe sie neu gekauft, aber sie heißen immer noch Helmut und Ludmilla. Ja, Birke ist herrlich, herrlicher Baum. Die Südkante sieht super aus. Schwenk auf die Südkante, das war's. Tschüssi, bis Samstag.